Recht herzlich willkommen zur 14. Folge von Europa Universalis und wir spielen immer noch Frankreich. Ja, da sind wir da. Letztes Mal haben wir ja so ein bisschen was gemacht in Beziehung hier Frieden. Wir sind hier immer noch in der Provence, aber warte mal, wir können mal hier das wieder loslassen, dass es läuft. Wir versuchen hier natürlich, oh, da müssen wir jetzt gerade Pause machen, da kommen so viele Dingens rein. Ja, Aragon, ja eben, ne, Beleidigung, Kriegsgrund, ablehnen, naja, auf jeden Fall, ne. Was haben wir da noch? Neapel. Was ist denn Neapel überhaupt hier so? Feinde ist Bosnien. Aragon sind Rivalen, Vatikan ist Rivalen und Bosnien. Tja. Waffenruhe. Ne, Waffenstillstand mit Kastil und 1458 und 1458. Wir haben 1456. Okay, das dauert ja noch eine Weile. Na, aber das ist jetzt hier alles nicht spielentscheidend, ne? Lehnen wir auch ab. Und das ist wahrscheinlich der Vatikan. Ne, ist er nicht, oder? Doch. Was wollen die überhaupt machen? Wir sind Feinde von der Provence, das heißt, wir lehnen das sofort ab. Okay. Gut, das zu. Unsere Truppen befinden sich hier unten. Ja. Ach so, wir müssten mal gerade erstmal gucken, wie es mit unserem Geld aussieht hier. Das können wir eigentlich ausblenden, ne? Weg, räumlich. Bretagne wollte ich nicht. Ich wollte das auch nicht. Ich wollte unser eigenes Land. Und zwar Finanzen. Ah, Darlehen haben wir schon getilgt und wir sind auf einem guten Weg, hier Geld zu verdienen. Okay. 10 die Bilanz plus, das ist ja schon mal positiv. Gucken wir gerade hier weiter durch. Okay. Was haben wir denn hier? Nationaler Epos. Freihandel haben wir erhöht. Okay. Ah, das ist jetzt nichts Wichtiges. Hier war das Geld, das hatten wir schon angeguckt. Das ist alles okay. Hier ist der Handel. Sortieren nach Einkommen. Hier leiten wir um, oder? Ne, flussaufwärts, okay. Ärmelkanal und Genua, mal genau. Bordeaux. Okay. Das sieht aber alles noch okay aus. So, hier geht's voran. Ah, warte mal, wir nehmen mal gerade ein bisschen die Pause wieder raus. Machen aber ein bisschen langsamer. So, was war hier eigentlich? Dock, Marktplatz und Handelsreichweite plus 10, das ist doch schon mal cool. Dauert aber noch so lange, ne? ...508 Punkte. 1458. Okay. Hier geht's um die Infanterie. Ja, ist gerade ruhig, würde ich sagen, ne? Schaut's hier aus? Die haben ein Embargo gegen uns verhängt. Na, ist jetzt, glaube ich, nicht so schlimm erstmal. Können wir die politische Karte aufrufen? Ah, hier oben sind sie, ne? Und da sind noch auch österreichische Schiffe, auch interessant, ne? Automatisch Speicherrad. Wo sind denn die Österreicher mehr? Hier in Genua? Ja, um der Ecke da, ne? Ne, das ist hier
Venedig, die andere Seite. Da haben sie doch tatsächlich Zutritt zum Meer. Okay. Ist jetzt aber nicht das Spielentscheidende, ne? So. Ja, was wir da dann machen, weiß ich auch noch nicht. Ja, das ist unser Ziel. Das ist auch bald möglich, weil wir, ne? 1457 August ist dieses Jahr noch. Cool. Das heißt, wir sollten vielleicht mal schon mal... Wieso werden unsere Truppen weniger? Ach, da waren welche andere bei. Alles klar. Wir werden mal hier rüber unsere Truppen schicken. Und ich glaube, diese können wir mal alle vereinen. Schicken die dahin. Haben wir noch woanders welche? Ja, da unten ist noch was. Schicken wir die da auch noch hin. So, das ist dann alles, oder? 23, ist wieder einer weniger, oder was? Sterben die gerade weg, oder was? Oder haben wir hier nicht volle Kostenkontrolle? So, der kommt dann noch zu. So, und dann Verein. Gut. Und die marschieren mal gerade. Oh, das war jetzt der falsche Klick, glaube ich. Genau. Marschieren mal gerade dahin. Ach, die haben alle keinen Anführer. Das ist ja auch mal schlecht, ne? Haben wir da was? Warte mal. Nochmal. Wir haben schon April, okay. 14.000 Mann stärker haben wir hier. Das heißt, wir nehmen mal die. Die mal weg. Die stationieren wir mal da. Und die stationieren wir mal da. Die können sich auch vereinen. So. Wir haben da oben keinen Anführer. Jetzt haben sie einen. Und die haben auch keinen Anführer. Ja, die nehmen den. Passt erstmal. Und die 6 Truppen, die lassen wir da erstmal stehen. Ja. So, wie viel ist denn unser Limit noch gewesen? 2 hier, ne? Das sieht alles hier nicht gerade so rosig aus, aber okay. Nee, das wollen wir nicht machen. Kavallerie haben wir 8 Einheiten. Hier haben wir 31 Einheiten. Wo sind die denn dann alle, bitteschön? Sechzehn, vierundzwanzig und sechs sind 30. Oder zählen da auch die Vasallen zu? Wahrscheinlich, ne? Okay. Okay, das heißt, auf geht's.
rein da in die Linde rein. Läuft, oder? Achso, wir müssen erst den Krieg erklären, ne? Ah, okay, da müssen wir den Diplomaten da mal irgendwo wegholen. Der ist gerade weit weg. Okay, sind beide weit weg. Dann geht das mal gerade dahin. Ach so, habe ich das jetzt gemacht? Ich glaube eher nicht, ne? Wo war der? Hier unten in der Provence, oder? So, da. Beziehungen verbessern, stoppen. Senden. So, der ist 2 Tage noch. Und dann können wir hier hingehen. In die Normandie. Krieg erklären. Krieg erklären. Dahin und dahin. So. Die Provence kommt uns schon zu Hilfe, so wie es aussieht. Da kommen die Engländer gleich. Mit ihren dicken Schiffen. Müssen wir auf unsere Schiffe aufpassen wahrscheinlich, ja? Oh oh, ist schon verloren. Naja, nicht schlimm, denke ich mal gerade. Ach, Burgund greift uns auch schon wieder an, ne? Wir speichern mal gerade. Okay, da haben wir leichte Schwierigkeiten jetzt. Hier ist aber alles gut. Da auch. Machen wir gerade Pause, ein bisschen was nachgucken. Ja, okay, das hat sich's auch erledigt mit dem Schiff. Wahrscheinlich haben wir jetzt gar keine mehr. Land ist im Krieg. Ah, warte mal, da können wir ja erstmal hier was machen noch, ne? Kriegssteuern erheben. Okay. Land ist im Krieg. Ne, da sind wir ja noch nicht so weit. Unsere Häfen werden blockiert, ist klar. Machen wir nicht. Gut, das haben wir erstmal. Die haben schon wieder den Hilferuf verweigert, die Bretannen. Ja, dann wird das mal irgendwann nicht mehr gut für den sein. Moral. Und da. Gut. So, den hier schicken wir mal wieder hier unten in die Provence, aber können wir auch hier machen, glaube ich, oder? Senden. Dann können wir auch schneller einen Frieden schließen wahrscheinlich, oder? Gut. So, ein bisschen laufen lassen. Gucken, was passiert. Truppen haben die Engländer wohl irgendwie nicht. Die setzen nicht über. Hätte ich jetzt mit gerechnet. Provence kommt, Auvergne kommt. Hier bräuchten wir noch ein bisschen Unterstützung. Tja, Neuner. Also ich möchte gerne erstmal hier Erfolge erzielen, ne? Die Moral der Verteidiger sinkt. Sieht eigentlich alles prima aus, oder? Okay, aber dann würde ich sagen,
machen wir erst eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.